und ich haben uns kennengelernt 2012 und hatten wir gar nichts mit dem Kopf miteinander, sondern hatten so über so ein Kunstprojekt zu tun. Und da gab es auch den Überladen noch in Herten. Ne? Die meisten von euch kennen ihn ja. Und wir haben uns dann jetzt mal darüber unterhalten und die Gabi hat immer gesagt, ich habe 50 Meter weiter gearbeitet und ich war nicht einmal in dem Schuppen drin. Ja. Und ich habe immer versucht, ihr zu erklären, wie das im Überladen ungefähr aussah. Die Größe würde schon passen. Und was ich da so gemacht habe und wie ich meine Ausstellung aufgebaut habe. Und deswegen, jetzt weißt du auch, warum du dauernd zu irgendwas was sagen musstest. Das ist jetzt deine persönliche Der-Überladen-Ausstellung. Das ist jetzt dein Der-Überladen. So sah es da immer aus. Und jetzt